Guten Morgen, ihr Lieben, am Tag des Herrn. Heute ist Sonntag und ich wünsche euch vorab schon mal einen ganz tollen Sonntag. Wer die Möglichkeit hat, in Gottesdienst zu gehen, den beneide ich ein bisschen. Das wird bestimmt sehr schön in der Gemeinschaft unserer Christenheit. Und ansonsten genießt es, wie ich es gleich tue, vorm Fernseher. Da wird auch ein evangelisch-lutherischer Gottesdienst heute Morgen übertragen. Ich bin ganz gespannt, werde gleich vorher mal in der Perikope lesen, was dran ist, um mich ein bisschen vorzubereiten. Also das wird toll. Aber vorab erstmal die Tageslosung. Heute kommt sie aus dem Psalm 22, Vers 20. Du Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke, eile mir zu helfen. Vielleicht erinnert ihr euch an den Flock 12, da ging es um Beziehungen zu Menschen oder auch zu Gott, die 7 Punkte, und ein Punkt war da die Kommunikation. Und so ist es auch mit diesem Vers gemeint. Du Herr, sei nicht ferne. Die Kommunikation ist eigentlich das A und O, das Kontaktaufnehmen. Und ob ihr das macht durch Gottesdienst, durch Gebet oder auch durch Lesen der Bibel. Wichtig ist, dass ihr in Kommunikation bleibt, damit Gott euch nicht ferne wird und dass ihr halt zuhört, wenn er denn dann antwortet, weil daraus bekommt ihr dann die Stärke. Du Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile mir zu helfen. Und sagt ihm auch, wenn es dringlich ist, dass wenn ihr halt Not am Mann habt, in Geldsorgen seid oder einen dringenden Rat braucht oder wie auch immer. Dafür ist das gedacht. Es ist erlaubt, Gott deine Dringlichkeit zu erzählen. Gott kennt sowieso deine Gedanken und dein Herz, aber er möchte halt gebeten werden. Dazu passt auch wunderbar der Lehrtext aus dem 1. Johannes 5, 15. Wir wissen, dass er uns hört. Ja, manchmal ist Gott nahe und manchmal ferne, so kommt es uns Menschen vor, obwohl Gott eigentlich immer da ist. Wir wissen im Herzen, dass er uns hört, deshalb kann Johannes das so schreiben. Deshalb akzeptiert auch ihr, Gott hört dich. Das ist der Aufruf. Gott hört dich. Johannes 5, 15. Wir wissen, dass er uns hört. In diesem Sinne. Ja, hallo ihr Lieben, gestärkt zurück vom Fernsehgottesdienst möchte ich euch darüber berichten. Und mir fiel ein guter Spruch gerade ein, der Mensch denkt und Gott lenkt. Das ist ja ein biblisches Ursprungssprichwort vom Salomos, also Salomos Sprüche. Mir ist nämlich gestern etwas ganz Wundervolles passiert. Es hat mich eine christliche Schwester aus einer anderen Gemeinde besucht, ganz spontan. Ich habe mich tierisch gefreut. Ich gucke auch gerade auf wunderbare Blumen und habe mich schon an ihrem Duft erfreut. Vielen Dank an dieser Stelle. Aber das Irre, wo jetzt Gott wieder lenkt, ist eigentlich, dass wir im Gespräch hatten, weil sie aus einer anderen Gemeinde kommt, dass man halt mehr zusammen machen sollte, um, ja, weil wir alle an Christus, Jesus Christus glauben und manchmal uns so fern sind und ne, auf unsere eigene Gemeinde beharren, was ja totaler Quatsch ist, weil wir im Herzen sowieso ja alle vereint sind. Es war ein wundervolles Gespräch. Also es kam wirklich von Herzen. Ich danke dir an dieser Stelle, wenn du es siehst. Und viele Grüße und Gottes Segen dir natürlich. Ja, und warum ich da jetzt drauf komme, ist, ich habe heute Morgen nämlich einen ökumenischen Gottesdienst gesehen, der sich ja Reichtum durch Vielfalt, das ist ja die Ökumene. Und der Ökumenische Rat trifft sich nämlich derzeit gerade in Karlsruhe. Da kam auch der Gottesdienst aus der Friedenskirche her. Die treffen sich alle 8 Jahre von der ganzen Welt. Das ist so eine Vollversammlung. Da sind derzeit 4000 Christen beieinander und versuchen, sich in Einheit und Gleichheit. Natürlich ist da auch eine Menge los. Aber der Schwerpunkt ist eben die Gerechtigkeit und der Friede, die sich da küssen sollen. Naja, und jedenfalls, der Gottesdienst kam von da und er war echt ergreifend, weil viele Menschen aus verschiedenen Ländern dort zum Beispiel die Fürbitte gesprochen haben oder ihre Anliegen vorgetragen haben. Und es war sehr ergreifend,
wenn ein Soldat aus Südkorea dort sagt, dass er von Herzen froh ist, dass er nie auf jemanden schießen musste an der Grenze. Oder eine orthodoxe Christin aus der Ukraine dann beschreibt, wie es ihr damit geht und sie eigentlich alle im Herzen nur Frieden möchten. Das war eigentlich ein sehr ergreifender Gottesdienst. Der Schwerpunkt lag eigentlich darauf, dass der Ephesusbrief zitiert wurde, in dem es heißt, dass wir eigentlich alle Gottes Tempel sind und an ihm bauen. Also wir sind die Bausteine. Und das war eben angedacht an dieser Friedenskirche in Karlsruhe, die ja 47 dort durch den Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Und dann haben die Menschen dort sie mit Händewerk wieder aufgebaut, haben Schutt gesammelt. Und aus diesem Schutt ist diese Friedenskirche entstanden. Eine Zeitzeugin war dabei, die weit über 80-jährige Dame, und die das dann in ihrer Aufgeregtheit schilderte. Also das ging echt zu Herzen. Ja, so weit, so gut. Also es passiert im Kleinen hier in unserer Gemeinde und es passiert im Großen. Die Welt bewegt sich und das ist unheimlich schön zu sehen. Und so sollten wir in diesen Sonntag gehen. Ich wünsche euch eine gute Zeit mit euren Lieben. Denkt dran, heute ist Sonntag. Nicht arbeiten, sondern den Herrn ehren. Und das wünsche ich euch. Bis später. So, ihr Lieben, ich habe uns aus der Bibel den Epheser-Text rausgesucht. Und zwar steht er im Epheser-Brief, dem zweiten Kapitel. Und ich lese ab Vers 14. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint, die Mauer zwischen ihnen niedergerissen und ihre Feindschaft beendet. Durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Forderungen außer Kraft gesetzt. Durch Christus leben wir nicht länger voneinander getrennt, der eine als Jude, der andere als Nichtjude. Als Christen sind wir eins. So hat er zwischen uns Frieden gestiftet. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib der Gemeinde von Christus können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Christus ist gekommen und hat seine Friedensbotschaft allen gebracht, euch, die ihr fern von Gott lebtet, und allen, die nahe bei ihm waren. Durch Christus dürfen wir jetzt alle, Juden wie Nichtjuden, vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Amen. Ja, Abend ist geworden. Ich bin ziemlich kaputt, aber es war so ein schöner Tag. Mein Herz ist voll gefüllt mit Liebe. Ich habe meine Lieben besuchen dürfen mit meinem Mann zusammen und wir haben ganz lecker zusammen gekocht und gegessen und gebacken und gegessen und viel Spaß gehabt, uns ausgetauscht, Essen auch geteilt und verteilt, was dann übrig geblieben ist. Es war ja ein wunderschöner Nachmittag bei wunderschönem Wetter hier. Wir haben das richtig genossen und es war ein Tag im Sinne des Friedens und der Freude. Ich hoffe, ihr hattet auch so einen herrlichen Tag oder wart vielleicht nur ganz im Frieden mit euch und habt das auch vielleicht total genossen, denn das kann man ja auch mit Gott und sich im Frieden sein. Das ist auch sehr schön. Aber zusammen ihn zu ehren und zu preisen ist natürlich noch viel schöner. Und ja, es war herrlich. Und aus dem Grunde wollen wir jetzt gemeinsam eine Kerze anzünden und das Gebet zum Dank sprechen, welches uns Herr Jesus Christus gelehrt hat. Wir zünden also eine Kerze an.
weil Jesus Christus unser Licht in der Dunkelheit ist. Falten die Hände und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ja, Herr, und lass uns Bauleute oder Bausteine an deinem Tempel sein. Lass uns zusammenkommen als Christen und lass uns die Welt ein bisschen besser machen, ein bisschen friedvoller machen, jeden Tag aufs Neue. Darum bitten wir dich. Und gehe mit uns in die neue Woche und gebe uns Mut und Kraft, morgen am Montag die Woche wieder neu zu beginnen. Dafür danken wir dir. Amen. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Gott segne euch und behüte euch. Vielen Dank fürs Einschalten und ich freue mich auf morgen. Bis dann!